Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kevins Tagebuch. Am 7.04.2023 fuhr IG Dampfer Gnossen mit einem Sonderzug und 503648 von Chemnitz über Gnossen nach Dresden zurück. Wir machten daraus eine Fotoveranstaltung und zwischen Roswein und Milditz machten wir Bilder wie damals mit zwei Trabis. Viel Spaß mit diesem Video. Starten wir unsere Fotoveranstaltung bei der Einfahrt in den Bahnhof Roswein. Nach einem kurzen Zustiegshalt ist der Zug auf dem Weg weiter in Richtung Gnossen. Alle auf Position und der Zug kann die Bergfahrt beginnen. Durchfahrt in Euler. Einfahrt in den Bahnhof von Deutschenbrora. Ich muss immer weiter.
Durchfahrt kurz hinter Mülditz. Nun fährt der Zug weiter über Meißen, Coswig nach Dresden. Nach 1,5 Stunden trafen uns alle wieder in Mülditz. Nach 3,5 Stunden kam endlich der Sonderzug. Bergfahrt kurz vor dem Bahnhof Mülditz. Anfahrt am Einfahrtssignal Deutschen Bohrer. Der mal herguckt. Muldenüberquerung in Nossen. Geht los!
ehemaligen Bahnbetriebswerk Nossen wurde die Lok restauriert und die Kinder konnten Ostereier suchen. Anderthalb Stunden später fuhr die Lok wieder an den Zug und es konnte zurück nach Chemnitz gehen. Ausfahrt aus dem Bahnhof Rostock. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Dankeschön an alle, die mich unterstützt haben, an IG Dampfer Knossen, meine Eltern und vor allem an die Fahrzeugführer der historischen Fahrzeuge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch frohe Ostern, tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin.